So, jetzt also zur QuakeCon 2014 zum Thema Spellcrafting, also Zauberweben. Wie kann ich meine eigenen Zaubersprüche machen? Das fängt hier an. Das ist die Magiergilde, die neue Zuflucht, die man in der Questline erledigt. Und ja, dort gibt's dann eine Questline für das Spellcrafting. Und dieses Spellcrafting läuft dann so, dass man verschiedene Türen finden muss. Und diese Türen findet man, wie ihr hier seht, durch einen Zauber. Und der verschwindet dann in einem Dungeon zum Beispiel. So, wenn ihr also jetzt zu langsam seid, könnt ihr den einfach wieder neu zaubern. Und könnt dann wieder hinter dem herlaufen. Und gegebenenfalls findet dieser dann eine Türe, die es vorher nicht gab, die man vorher nicht sehen konnte. Und durch diese Tür kommt er nun in einen Bereich, in dem dann diese neuen Runen liegen. Diese neuen Informationen, sehr alt. Man war lange nicht hier, sieht also sehr schick aus. Und in der Mitte gibt es diesen Ständer, diese Statuette, diese Säule. Und darauf findet ihr jetzt halt diese Runen, die ihr lernen könnt. Und wie ihr hier seht, sind alle Runen gut zu erkennen. Aber es gibt auch wohl Bereiche, wo die Runen zerstört sind, wo man verschiedene Runen abpausen muss und dann zusammensetzen muss, sodass man also auch diese Runen über eine längere Zeit lang zusammensucht. Also nicht immer alles in einem Raum findet. Und hier sieht man auch mal so ein mögliches UI, also wie es aussehen könnte. Man legt ein Blatt drauf, man paust es mit Bleistift ab. Und wenn man das dann abgepaust hat, gibt diese Zeichnung natürlich eine Rune. Und diese Rune wird dann in ein Zauberbuch eingetragen. Und dieses Zauberbuch beschreibt dann auch, was dieser Zauber kann. Oder man kann dann wenigstens einschätzen, was man dort für eine Rune gefunden hat. Hier seht ihr das. Also diese Rune hier hat wohl irgendwas mit einem Adronagen zu tun. Ich würde mal sagen, ein Feueradronage. Das ist ein Conjuring, also ein Herstellungszauber, ein Beschwörungszauber. Und hier, das sieht nach Blitzen aus. Also diese Rune wird wohl sein, um mit Blitzen zu agieren und irgendwas mit Blitzen herzustellen. Und wenn man dann diese ganzen verschiedenen Runen gefunden hat, kann man diese dann zusammenbauen, also craften, bekommt also dann ein neues UI, wo man diese Runen herstellen kann oder nutzen kann in ihren eigenen Zaubern. Die haben dann verschiedene Stärken. Man kann also diese Runen dann mit Stärke-Runen versehen und also mit Stärke-Fokussen. Hier heißt es jetzt Fokusse. Wie es alles genau heißen wird, weiß man jetzt natürlich noch nicht. Also das ist jetzt also alles eine sehr frühe Show. Was man ganz links sieht, ist aber so die Qualität des Steins. Und da gibt es dann wohl auch noch bessere Qualität der Steine, Marmor und so weiter. Umso besser die Qualität ist, umso stärker soll wohl dieser Zauber sein. Also, das ist so ein bisschen das, was schon mal rüberkam. Genau verstehen, klar, wenn ich einen Blitzzauber habe und einen starken Stein, dann habe ich einen starken Blitzzauber. Aber es gibt wohl noch eine dritte Komponente und die habe ich nicht ganz verstanden. Dass man da also dann nochmal was verändert. Aber dafür gibt es jetzt gleich mal 2-3 Videos, wo ihr mal seht, wie so selbstgemachte Zauber nutzbar sind. Und da lasse ich dann auch mal den Herren von der QuakeCon sprechen, damit ihr das auch mal richtig hört, was er euch dazu erzählen hat. Ich kann es nämlich leider nicht einschätzen, was das genau bedeutet. Yeah. So that would be learning a lightning spell. And that would be learning an ice spell, both from the destruction tree. Now, every spell that you can learn from any school will have a unique effect associated with the school of magic. And at that point, the spell is permanently added to
your library of spells. You can cast it, you can put it on your hotbar, you can put it on a backup slot, or you can not use it at all if you want to, for whatever reason. So that's Oak Flesh from the Alteration School. It's pretty cool. Wait for it. That's Muffle from the Illusion School. That'll make you very, very difficult to detect. Conjure Flame Atronach. Conjure Familiar. And that's Ice Cloak, the first two from the Conjuration School and the latter from Destruction. So a lot of these spells, of course, are going to be familiar, and there's many, many more that are available for you to unlock. Also, man kann sehr viele Spells lernen, man kann sehr viele Spells anpassen, und ja, das ist halt so einfach mal die Aussage. Wir können viel suchen, und wann es kommt und wie es kommt, weiß man noch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ich freue mich drauf. So, im nächsten Video zeige ich euch dann die ganzen neuen künstlerischen Sachen, Rüstungen, Zonen und so weiter. Bis demnächst. Bye.